Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Peter Barski von Hulimed Nürnberg und ich geleite Sie durch diese Kurzeinführung zur Elektroakupunktur nach Dr. Voll, die auch abgekürzt als EAV bezeichnet wird. Um Ihnen zu zeigen, wie schnell eine EAV-Messung gehen kann, messen wir im Folgenden ganz einfach mal eine Hand durch und beachten Sie dabei den Hintergrundton. Zum einen werden Sie einen Messton hören, den man natürlich laut und leise stellen kann, und zum anderen hören Sie in Form eines Tak-Tak-Geräusches das Signal, dass die Messung als gültig erkannt wurde und von der Software übernommen wurde. Wie Sie gesehen haben, ist die Messung der Terminalpunkte, in diesem Fall an der linken Hand, äußerst zügig abgelaufen. Für die gesamte Messung haben wir gerade etwas mehr als eine Minute gebraucht. Sie sehen also, wie Sie sich durch geeignete Hilfsmittel die Arbeit wesentlich erleichtern können. Nun haben wir in diesem Beispiel nahezu keine Irritationen. Wir sehen hier einen Zeigerabfall an diesem Meridian und hier einen leicht erhöhten Wert. Ansonsten sind die Werte alle im EAV-Normbereich. Typischerweise sehen Sie aber ein Bild wie das folgende. Wir wollen nun nochmals rekapitulieren, was das Ziel einer EAV-Setzung ist. Und zwar als Ziel hätten wir gerne, dass sich alle Messwerte eben in diesem grünen EAV-Normalbereich aufhalten. Aus der Vergangenheit hört man immer wieder Aussagen wie eine IAV-Sitzung würde hier eine oder zwei Stunden oder vielleicht sogar noch länger dauern. Das muss so nicht sein. Es gibt eine ganze Reihe von Hilfsmitteln und Verfahrensempfehlungen, welche den gesamten Prozess durchaus auf wenige Minuten reduzieren können. Da wir hier natürlich nicht alle diese Tipps und Tricks ansprechen können, die natürlich in den entsprechenden Fachseminaren detailliert erörtert werden, beschränken wir uns hier ganz einfach nur auf die Regel, auf die Prioritäten zu achten. Was hat es nun mit diesen Prioritäten auf sich? Nun, wenn man eine Tafel mit Messwerten hat, sieht man hier eben verschiedene hohe Werte, niedrige Werte, normale Werte, Zeigerabfälle und so weiter. Und es ist die große Frage, in welcher Reihenfolge arbeitet man nun diese Messwerte am effizientesten ab? Und über die Jahre hat sich herausgestellt, dass man einem Prioritätenschema folgen sollte. Und zwar
Mit der obersten und ersten Priorität bewerten wir die Zeigerabfälle. Und zwar ihrer Reihenfolge nach, das heißt also den größten Zeigerabfall zuerst. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn aus der Erfahrung hat man gesehen, dass Messwerte, die einen Zeigerabfall zeigen, sogenannte Fernwirkungen auf andere Messwerte ausüben können. Das heißt, wenn man nun einen wesentlichen Zeigerabfall durch eine Maßnahme in den Normalbereich gebracht hat, dann können durchaus auch andere Messwerte, die hoch oder nieder oder einen Zeigerabfall gezeigt haben, nun einen besseren Messwert oder vielleicht sogar einen ausgeglichenen Messwert zeigen. Also man arbeitet zunächst die Zeigerabfälle der Reihenfolge nach ab, bis kein Zeigerabfall mehr vorhanden ist. Dann in der zweiten Priorität sieht man die sogenannten hohen Werte und ebenfalls hier beginnt man bei den höchsten Werten und gleicht diese nach und nach aus. Und zum Schluss bleiben natürlich noch die niedrigen Werte übrig, sofern noch welche vorhanden sein sollten. Und auch hier gilt, der niedrigste Messwert wird zuerst ausgeglichen. Hier noch eine Nebenbemerkung, wenn man Messwerte zwischen 0 und 10 oder zwischen 90 und 100 hat, so ignoriert man diese zunächst einmal und verwendet den nächst besseren Wert, das heißt also Werte, die sich zwischen 10 und 90 aufhalten. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil nämlich die Abbildungskurve, die wir eingangs besprochen haben, an den Enden sehr flach wird und damit Änderungen nur mit viel Erfahrung abgelesen werden können. So viel zum Thema Prioritäten. Hier in dieser Folie sehen Sie einen kurzen Auszug aus den ganzen Hilfsmitteln und Werkzeugen, die wir zum Ausgleich zur Verfügung haben. Dazu zählt auch die energetische Balance, die wir mit der Bioresonanz verwenden können. Dann Meridian-Grundkenntnisse helfen Ihnen, die passenden Testpräparate schnell zu finden. Dann haben wir natürlich die Prioritäten. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich aus seinen Testsätzen Vortestsätze aufschwingt. Es gibt unter anderem noch Bioresonanzprogramme, die man verwenden könnte. Oder eben auch den Wave-Scanner zum Beispiel von RemiWave Pro. Man hat also einen ganzen Werkzeugkasten zur Verfügung, um eben die Messwerte in den Normalbereich zurückzubringen. Es gibt in der EAV einen ganz seltsamen Effekt, dessen Ursache bis heute immer noch völlig unklar ist. Aber diesen Effekt kann jeder, der ein EAV-Messgerät hat, selbst nachvollziehen. Und zwar ist dieser Effekt dergestalt, wenn Sie nun einen Messwert haben, der sich nicht im EAV-Normalbereich, also zwischen 45 und 60 aufhält, und Sie ein in Anführungsstrichen passendes Testpräparat in den Messkreis mit einfügen, dann verändern sich die elektrischen Eigenschaften des Messpunktes dergestalt, dass nun plötzlich der Zeigerabfall oder der hohe Wert oder der niedrige Wert verschwunden ist und der Messwert sich im Normalbereich aufhält. Und auch wie wir gesehen haben, durch den Plateau-Effekt kann man sich dann hier in Maßen natürlich nicht den Messwert herdrücken, sondern es ist so, dass er im grünen Bereich ist. Und wenn ich dieses Testpräparat wieder aus dem Messkreis entferne, dann ist es in der Regel so, dass wieder die vorherigen Werte, also zum Beispiel ein Zeigerabfall, auftaucht. Wie gesagt, warum das so ist und welche Phänomene hier teilhaben, ist bis dato wissenschaftlich nicht geklärt. Aber man arbeitet seit den 50er Jahren eben mit diesem Resonanztest, um die Messwerte auszugleichen. In der ersten Folge haben Sie dieses Bild bereits gesehen und ich hatte seinerzeit darauf hingewiesen, dass wir hier diese Testwabe später noch brauchen werden. Und genau nun ist der Zeitpunkt gekommen, da wir diese Testwabe verwenden und Sie sehen, diese Testwabe ist im Fall von BioCheck Pro zum Beispiel ganz einfach direkt an die Referenzelektrode per Draht angeschlossen. Die Testpräparate, von denen wir überprüfen wollen, ob sie einen ausgleichenden Effekt auf die Messwerte haben, werden ganz einfach eben in diese Testwabe, in Klammer, das ist nichts anderes als ein Metallblock, Klammer zu, hineingestellt.
Und sofern tatsächlich der Messwert mit diesem Testpräparat besser ist als vorher im Sinne der EAV, dann wird das Präparat in der Wabe gelassen und man geht zum nächsten Messpunkt, zum Beispiel entsprechend der Prioritätenreihenfolge, um auch diesen Wert in den Normalbereich auszugleichen. Um besser zu verdeutlichen, was ich meine, sehen wir uns ganz einfach dieses kurze Beispiel einmal an. Für dieses Beispiel zum Resonanztest wollen wir hier den Messwert am AL-Punkt verwenden und wir sehen hier einen signifikanten Zeigerabfall. Nun gebe ich einmal der Reihe nach verschiedene Präparate in die Testwabe und schauen wir mal, bei welcher Substanz hier sich die Messwerte verändern. Ich gebe jetzt mal das erste Präparat rein und jetzt messen wir nach. Also von einer Verbesserung kann man jetzt hier nicht sprechen. Also, dann tun wir das Präparat wieder raus und stellen etwas anderes hinein und messen nach. Es ist zwar eine geringfügige Veränderung da, aber immer noch haben wir einen Zeigerabfall. Also probieren wir das dritte Präparat und messen nach. Und siehe da, mit diesem Präparat ist der Zeigerabfall komplett verschwunden. Das ist also jetzt der Effekt des sogenannten Resonanztests. Hier auf der linken Seite sehen wir den Messwert bei der ersten Grundmessung. Und hier in der rechten Spalte sehen wir dann die Resultate mit unseren Testpräparaten, die wir in die Testwabe gestellt haben, um sie auszuprobieren. Wenn ich jetzt das Präparat wieder rausnehme, dann testen wir nochmal nach und schauen, was passiert ist. Jetzt haben wir wieder diesen Zeigerabfall und stellen das Präparat wieder rein. Und da haben wir wieder unseren 50er Wert. Also das kann man auch reproduzieren. Stell das Präparat in die Wabe, messe nach, tu es wieder raus, sodass die Wabe leer ist und messe wieder nach und sehe so die Veränderung der elektrischen Eigenschaften der Messpunkte. Dies ist das Kennzeichen des sogenannten Resonanztests der EAV. Diese Definitionsfolie zur EAV kennen Sie bereits aus dem ersten Teil und wir haben hier ganz einfach noch den letzten Punkt ergänzt, das heißt, über den Resonanztest werden die Messwerte auf Werte um 50 ausgeglichen, so wie Sie es in dem vorherigen Beispiel gesehen haben. Natürlich ist man hier nicht auf Testpräparate beschränkt. Man kann genauso gut eben auch sogenannte Bioresonanzprogramme verwenden oder aber auch eben den RemiWave Pro Wave Scanner, um die richtigen Parameter zu finden, die eben zu einem 50er Messwert führen. In diesem Sinne verbleibe ich, Ihr Peter Barski und tschüss.